Also, liebe Studierende, jetzt sind wir bereit, eine erste kleine coole Transition von Kreisen zu machen, also eine kleine erste aktive Bewegung, die wir mit D3JS machen können. Alle Beispiele, die wir bis jetzt gesehen hatten, das war ein bisschen mühsam und man sah vielleicht noch nicht so den ganzen Zweck hinter der ganzen Geschichte. Aber das, was wir jetzt machen werden, ist wirklich sehr cool, weil das kann man wirklich nur mit D3JS machen. Also, viel Spaß und los geht's. Wir beginnen mit unserem schlanken Gerüst und werden einfach mal wieder so wie bisher einen kleinen SVG-Fläche vorbereiten. Also das heißt, SVG-Style bauen wir mit einer Breite, sagen wir von 500 Pixel und einer Höhe von auch nochmal 500 Pixel. Einen Border machen wir, ein Pixel schmal, Light Gray, das sieht doch schön farbig aus. Und dann natürlich noch ein Solid. Und los geht's. Das sollte jetzt eigentlich schon funktionieren. Genau, rechts sieht man jetzt schon unsere SVG-Fläche. Und jetzt legen wir die Hand an unsere erste kleine D3-Transition. Also D3, wir rufen die Funktion auf, wählen das SVG-Objekt aus, das wir eben kreiert haben, und sagen dem, wir wollen jetzt als nächstes mal einen kleinen Kreis hinzufügen. Ein Kreis, wisst ihr, ist das SVG-Element Circle. Da muss man jeweils die entsprechenden Koordinaten angeben. Also beispielsweise Attribute CX machen wir entsprechend 400 und Attribute CY machen wir auch nochmal 400. Und dann muss der Radius angegeben werden, also damit als weiteres Attribut des Kreises gezeigt werden muss, wie groß in dem Sinne der Kreis ist. Und das machen wir doch ziemlich substanziell groß, 100 Pixel hoch. Und dann natürlich noch einen schönen Style. Style nehmen wir mal was Farbiges hier. Fill, wie ihr wisst, und dort entsprechend Light Blue. Also mit dem schauen wir uns an. Voilà, kommt unten rechts der erste Kreis zum Vorschein. Das ist aber noch nicht alles. Wir machen gleich einen weiteren. Wir machen einen weiteren Kreis. Und den machen wir wie vorhin mit SVG Select. Fügen wir dem SVG-Objekt hinzu. Da wiederum mit Append Circle. Circle, jetzt habe ich es geschafft. Dann Attribute. Jetzt wollen wir aber den Kreis entsprechend anders platzieren. Wir sagen, der soll oben links sein, also müssen wir CX auf 20 setzen, dann Attribute CY auf auch nochmal 20, also schön oben links. Den Radius müssen wir noch definieren. Dann haben wir nämlich auch einen kleinen, das kleinen Kreis, sagen wir dem 20 klein. Und dann noch den Style. Den Style ist dann entsprechend gefüllt mit schönem Blutrot. Voilà. Oben links, da ist der Fleck schön leuchtend rot. Gut, und jetzt wird es lustig, weil jetzt werden wir diese Transition programmieren und dazu einfach kurz als Info, wir selektieren die Kreise,
Select All Circle. Nichts einfacher als das. Nachdem wir sie ausgewählt haben, sagen wir, wir wollen eine Transition haben. Voilà. Und das ist Transition. Jetzt ist es ziemlich simpel. Und dann wollen wir noch sagen, in welchem Zeitraum, Duration, in Millisekunden, also 2000 Millisekunden ergibt. Genau, 2 Sekunden. Und deshalb müssen wir noch sagen, ja, was passiert in diesen 2 Sekunden genau? Wo sollen die Kreise hin, die beiden? Jagen wir sie doch gleich ins Zentrum. CX soll 200 sein. Und also ungefähr ins Zentrum. Und voilà. Attribute CY soll entsprechend auch 200 sein. Also, was denkt ihr, was passiert? Die beiden Kreise begegnen sich. Wunderschön. Findet ihr nicht auch? Einfach fantastisch. Jetzt habe ich gesehen, das ist ja gar nicht in der Mitte. Wir machen das noch ein bisschen genauer in der Mitte. 52, so. Nochmal. Der Sound, der könnte man noch etwas optimieren, aber ich würde sagen, das Ganze ist ins Schwarze oder ins Blaue, haben wir es getroffen. Und somit gratuliere ich euch, haben wir schon das erste Kapitel von unserem Buch D3 Jazz durchgemacht. Viel Erfolg weiter bei den Screencasts und dann noch alles Gute. Tschüss zusammen.